友達なら聞いてくださる。ねえ、友達なら聞いてくださる。 Cause we got the bag on, tell them we get money. We getting money. Please do not act like you know me, cause we got the bag on. Tell them we getting money. Bitches gon' act like they love us, gon' treat for the bag on. Tell them we getting money. Y'all niggas flexin', we flippin' the bag on. Tell them we getting money. You disrespectin', we droppin' the bag on them, nigga. We getting money. Please do not act like you know me, cause we got the bag on. Tell them we getting money. Bitches gon' act like they love us, gon' treat for the bag on. Tell them we getting money. Y'all niggas flexin', we flippin' the bag on. Tell them we getting money. You disrespecting, we dropping a bag on a nigga. Look at me now. I was the kid on the block. I was lying shit up like some washing got high like a fever. Dropped out of school, cost some. Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Das Video hat ja schon gestartet mit einem Hebesingle, der viel zu schwer war. Also es war geplant at 7 bis 8 den Hingel. Leute, was ist los? Den Single zu hitten. Und ja, da war eine gute 8 bis 8,5 mit 235. Eigentlich wollte ich, dass die 235 auf der NDM ein Opener werden. Das wird wohl nichts. Mal sehen, wie ich eröffnen werde. Das werden wir dann feststellen. Heben fühlt sich auf jeden Fall aktuell sehr bescheiden an. Beuge letztes Mal ja auch. Ermüdung spüre ich eigentlich nicht wirklich. Aber hey, neue Lebensumstände spielen natürlich auf jeden Fall immer damit rein. Deswegen versuchen mit so wenig Expectations ranzugehen wie möglich an die NDM. Hauptsache das Training durchzubekommen und dann einfach einen soliden Wettkampf vielleicht hinlegen, vielleicht sich ein paar PRs zu gönnen. Aber ich werde auf jeden Fall nichts Krasses riskieren. Mir kleine PRs sehr wahrscheinlich abholen. Aber mal sehen, wie die nächsten Wochen laufen werden. Ich glaube, was sind wir, 3,5 Wochen out? Ja, mal gucken. Auf jeden Fall, jetzt kommt erst die richtige Arbeit beim Heben. Drei Triple Ramp-Ups, 210, 215, 220. Mal gucken, vielleicht auch 210, 215, 215. Aber jetzt erstmal den ersten. Mit 210 mal 3. Let's go. Charges, I never thought that I would beat them. Free Billy, free Caesar, nigga. I see you faking that smile underneath that you mad as fuck. Huh? It's funny they love when you down, when you up, they be mad as fuck. Huh? Man, I know some young niggas catching them bodies, but them niggas virgins. And I know some niggas who talk like they body, but drills be unheard of. And I see them niggas who follow and copy and try and be the gang, but we can never be the same, cause my niggas putting in pain. We switching the money. Please do not act like you know me, cause we got the bag on. Tell them we getting money. Bitches gon' act like they love us, gon' treat for the bag on. Tell them we getting money. Y'all niggas flexing, we flipping the bag on. Tell them we getting money. You disrespecting, we dropping the bag on them, nigga. We getting money. Please do not act like you know me, cause we got the bag on. Tell them we getting money. Bitches gon' act like they love us, gon'. Alright, das Heben war fucking anstrengend. 220 mal 3 im letzten waren dann echt RP 8,5. Ist okay, aber macht mich natürlich nicht happy. Ist halt blöd, wenn man die ganze Zeit so Werte im Kopf hat, wie jetzt beispielsweise beim Heben, die 260 oder 255 überhaupt. Ja, und dann läuft das Training nicht so wie gewünscht. Aber das heißt ja nicht, dass es auf dem Wettkampf auch so läuft. Ne? Also oftmals ist es so, beziehungsweise ich kenne viele Leute, bei denen die Vorbereitung halt echt für den Sack ist und auf dem Wettkampf dann trotzdem die Werte stehen. Oder generell PRs rauskommen, nicht unbedingt Werte stehen, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Yes, also Heben war, ist Hauptsache die Arbeit wurde gemacht. Das war auch geplant, dass die Werte auf jeden Fall gehoben werden und nicht mehr, nicht weniger. Also so die Range war auf jeden Fall richtig, sag ich mal. Deswegen einfach mal abwarten und die nächsten Wochen beobachten und dann schauen, was auf dem Wettkampf so geht. Ich freue mich auf jeden Fall dann auf die, ja, auf die Off-Season nenne ich es jetzt einfach mal, also die Phase nach dem Wettkampf. Ich werde mir wahrscheinlich das ganze Jahr dann, also das restliche Jahr hiervon und dann das nächste Jahr komplett gönnen und nicht an einem Wettkampf teilnehmen, vielleicht Ende nächsten Jahres, aber dass ich ein Jahr Zeit habe, so ein bisschen was aufs Total zu packen, beziehungsweise auch mal ein bisschen Masse aufzubauen, beziehungsweise mal ein bisschen Muskulatur aufzubauen. Jetzt gibt es noch Bank, alle Bänke sind besetzt, deswegen werde ich erstmal Latzug machen und jo, ich glaube, sonst gibt es nicht viel zu sagen. Latzug, Pin Press und dann bin ich eigentlich durch mit der Einheit. Young niggas flexin', we flippin' the bag on. Tell them we gettin' money. You disrespectin', we droppin' the bag on them. Bag on them.
gang with us. You do not bang, I can't trust you. We carry no lanes with us. You just don't game for a bitch. Ain't no sorry, she led you to stray from us. They talk about drilling, they talk about. Alright, Latzug ist soweit durch. Die Pinpress steht jetzt an. Letzte Woche glaube ich 85 für 5er, die ganz okay waren. Heute 92,5 für 5er, die okay sind. Alles ein bisschen schwer, aber ich komme relativ gut in die Brücke rein. Ich kann meinen oberen Rücken relativ festmachen. Und das ist ein ganz gutes Zeichen. Der erste Satz war jetzt auch ganz okay. Habe jetzt noch zwei vor mir und dann gibt es nur noch Reverse Butterfly und dann war es das so mit dem Tag. They talk about drilling, they talk about drilling, talk about drilling, talk about drilling, and fuck it. You thinking I'm soft, but you bugging, my anger be sudden. I'm into put it to Bratton, and I love my guns, blow you back with them. They get to panicking, looking, I'm feeling that pain from them. Bullets, them hollows is aching, them legs are shaking, and man can do shit for you. He can get hit with you, RP status, so no niggas missing you. Cause we definitely missing you. Told him I switch up the music, but these niggas chatting. Look, last year was into the drilling, but fuck it, cause these niggas riding. Look. I told him I switch up the music, but these niggas really be trying. Look, and last year was into the drilling, but fuck it, cause these niggas riding. We getting money, man, we getting money, man, we getting money. Alright, wir haben drei Tage später. Die letzte Einheit, die ihr gesehen habt, war die Hebeeinheit, mit der ich ja nicht ganz so zufrieden war, weil es sich einfach alles so ein bisschen zu schwer angefühlt hat. Ja. Ich bin in der Halt's Maul. Ich bin wieder in der Heimat. Übers Wochenende sind wir jetzt hergefahren. Ein Flixbus. Was haben wir gebraucht? Aus Greifswald hier nach Mölln. 4,5 Stunden kann man mal machen, weil wir erst nach Rostock sind, dann nach Schwerin und jetzt nach Mölln. Ist aber auch voll egal. Das Training. Ja, das waren interessante zwei Einheiten, die es jetzt gab. Am Freitag, also gestern, also vorab erstmal, ich habe meinen Rasierer in Greifswald vergessen. Ich sehe aus wie Jungs, geht halt nicht klar. Und Mädels, falls es Mädels gibt. auf jeden Fall, ich muss zum Friseur. Ich sehe aus wie Spacki. Ja, aber naja, was soll man tun? auf jeden Fall zum Training. Freitag gab es Beuge, also gestern. Und ja, ich bin nicht super confident in die Einheit reingegangen, weil, erstmal ein bisschen festhalten. Weil Mittwoch die Einheit nicht so gut war, Montag die Beuge nicht so gut war, falls ihr euch erinnert, im letzten Video war das, glaube ich, oder am vorletzten. Da waren nur 190 mal 1 gut drin, also das war schon schwer, Backoffs waren auch schwer. Und ja, und ich hatte natürlich so ein bisschen im Kopf, demnächst mal irgendwann 200 mal 3 zu beugen, die halt irgendwo da im Hinterkopf noch schwirrten. Ist das ein richtiges Wort? Schwirren, glaub schon. Auf jeden Fall bin ich dann gestern in die Einheit gegangen und es hat sich richtig gut alles angefühlt. Ich habe den letzten Warm-up mit 170 gemacht, die gut hochgingen. Den ersten Triple at RP6 mit 180 gemacht, die echt gut gingen. Dann 190 bestätigt von letzter Woche, die auch ziemlich gut gingen und dann aber schon so ein bisschen schwer waren. Da habe ich eigentlich gedacht, gut, mache ich nochmal 195 oder 197,5. Nach langem Hin und Her habe ich dann aber doch 200 aufgelegt und die 200 mal 3 dann auch bewegen können. Es war auf jeden Fall eine gute RP9. Eine Rap hätte ich auf jeden Fall noch machen können. Einfach weil ich langsam wieder durchgegrindet habe. Eine hätte ich noch gut durchgrinden können. Auf jeden Fall danach gar nicht so tot gewesen, wie ich gedacht hätte. War also ganz gut Arousal, was ich da hatte, aber nicht zu viel. Ich war in einem guten Mindstate, aber nicht viel zu aggressiv. Das war halt ganz gut. Dann konnte ich danach noch Conventional ganz gut heben, 180, 190, 200, weil ich muss ja, das habe ich mir als Regel gesetzt, das, was ich für drei Beuge, also mal drei Beuge im Topsatz, beziehungsweise das, was ich mal drei beuge, will ich mal fünf Conventional immer heben, also immer nachziehen. also muss ich 180, 190 und 200 mal fünf Conventional heben. Hilft ja nichts, muss man ja machen. 180 waren richtig gut, da habe ich auch schon gedacht, Brudi, was ist da los? 190 waren auch richtig gut und 200 waren dann mal 5 echt relativ schwer, aber noch ganz gut. Also RP-mäßig so 8,5. 1 bis vielleicht 2 hätte ich noch machen können. Auf jeden Fall sehr happy mit der Einheit gewesen. Heute dann die Bank-Einheit, die ja immer, ja, Bank ist ja sowieso nicht so meine Übung. Das Einzige, was ich da kann, ist archen und drücken kann ich halt nicht. Wäre ganz nice, wenn es Kraft-3-Kampf geben würde mit Kniebeuge, Archen und Kreuzheben. Aber nein, man muss ja auch drücken. Naja,
Genau, ich habe heute dann Triples gehabt bei der Bank und hatte eigentlich so 112,5 mal 3 im Kopf, weil das, glaube ich, ein PR wäre. PR. Also es wäre eine Bestleistung, glaube ich. Ich habe 110 schon mal viel gedrückt, aber 112,5 mal 3 nicht. Also generell kann ich höhere Intensitäten super räudig ab bei der Bank, weil ich da einfach scheiße bin. So. Aber High Reps kann ich auch nicht. Also eigentlich kann ich keinen Bank drücken. Naja, egal. Hab dann, sollte at 6, at 7, at 8, at 9. 6, at 7, at 8, at 9. Ja, sind 4 Sätze. Drücken, hab dann 105, 107,5. Die waren super, super leicht. Bin dann direkt auf 112,5 gegangen, die auch eine RP 8 waren. Könnte man sagen, vielleicht ein Tick niedriger sogar. Und hab dann 115 mal 3 bewegen können. Was für mich ein ganz guter Fortschritt auf der Bank ist, endlich mal. Ich hoffe mal, dass ich auf der Plattform dann in 3 Wochen auch was Gutes hinlegen kann. Ja, mal gucken, was es da wird und mit was ich eröffnen werde. Mal sehen, am Montag, also in 2 Tagen, habe ich wieder ein Bank-Single. Mal sehen, was ich da singeln werde. Mal gucken. Also ich habe, die Montagsbankeinheit ist bei mir manchmal mal so, mal so, mal richtig gut, mal richtig kacke. Deswegen wollen wir darüber gar nicht reden. Danach habe ich noch gerudert, High-Incline-Schrägbankdrücken gemacht. Und das war es auch eigentlich so mit der Einheit. Yes, dann würde ich sagen, schön, dass ihr jetzt eingeschaltet habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr irgendwie Fragen habt zu irgendeinem Thema oder auch Fragen zum Podcast habt, wir haben diese Woche eine neue Folge aufgenommen, eine Q&A-Session mit Paul. Gönnt euch das gerne rein, müsste unten verlinkt sein, der Paul Performance Podcast. Ja, wenn ihr da auch irgendwie Fragen habt, die wir ein wenig detailreicher beantworten sollen und auch diskutieren, dann gerne auch in die Kommentare schreiben oder irgendwie privat schreiben. Nächste Folge wird wahrscheinlich nächste Woche online kommen. Und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein.